Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn heute, oh mein Gott, das Jahr ist vorbei und ich zeige euch heute alle meine Jahresfavoriten für 2017. Los geht's! Ich zeige euch, es ist mir echt schwer gefallen und wahrscheinlich, wenn ihr mich schon länger guckt, dann werdet ihr denken, oh, das hat sie uns doch schon gezeigt. Alles, was ich euch zeige, habe ich mir selber gekauft, habe ich teilweise schon viele Jahre, benutze ich schon sehr lange. Ja, also beginne ich jetzt einfach mal mit etwas, was sehr emotional ist für mich. Und zwar, ihr wisst ja, ich habe im Mai meine kleine Babytochter auf die Welt gebracht. Und als Erinnerung an meine Kinder habe ich mir selber diese schöne Kette von Merci Maman. Ich zeige euch mal diese schicke Schachtel, die da kommt. Also es kommt in so einer schönen Verpackung. Das ist ein ganz süßes Logo. Hier hinten sieht man das auch nochmal. Ich zeige euch das. Und das Schöne bei denen ist, das kommt in so einer schicken Schachtel und die sitzen in England. Und so wie ich das gelesen habe, die gravieren das wirklich mit der Hand. Also ich folge denen auch bei Instagram und dann zeigen die ja auch immer viel. Ich habe die jetzt auf der Rückseite der Kette, das sind die Namen meiner Kinder eingraviert und das finde ich ganz toll. Also es ist keine Maschine, die das macht, sondern die schreiben das mit Hand und das sieht man auch an den Buchstaben, dass das eine Handschrift ist. Und das finde ich einfach so schön. Das ist vergoldet, irgendwie 18 Karat. Ich trage das jetzt, wie gesagt, seit Mai oder Juni habe ich diese Kette, trage die täglich, mache die natürlich abends immer ab, bevor ich schlafen gehe, aber die gibt keine Farbe ab, die ist ganz schön, das ist ein schweres Material, das Gold irgendwie, also es ist ja vergoldet, aber ich finde es richtig schön und ich finde, wenn ihr euch ein Geschenk machen könnt oder was Schönes, weiß ich nicht, ihr wollt euch irgendwelche Namen oder ihr wollt es verschenken, vielleicht an die Oma und ihr graviert dann die Kindernamen ein von euch oder weiß ich nicht. Ich finde das irgendwie ganz toll. Das Zweite, was ich auch ganz stark verbinde mit meiner kleinen Tochter, ist ein Parfüm. Das ist jetzt gar nichts Besonderes, aber ich habe die Kleine bekommen und ich hatte mir irgendwann noch im Sommer, war ich bei DM und da habe ich mir im DM von J.Lo dieses Parfüm gekauft. Und zwar ist das dieses Glow by J.Lo. Das ist jetzt eigentlich, ich weiß gar nicht, ich habe das irgendwie geschnuppert und fand es sehr angenehm. Und das ist für mich so, ihr seht auch, dass es fast aufgebraucht ist. Das war für mich so ein ganz leichter Duft. Und ja, man sagt ja bei Baby kein Parfüm benutzen, mache ich auch nicht. Also ich würde jetzt nie so ein schweres Parfüm, aber das riecht wie Seife. Also das ist wie ein Seifenduft. Und ich habe das geliebt. Also wenn ich mit der Kleinen dann, ich habe ja viel dann hier zu Hause verbracht, das Wochenbett. Und dann habe ich mich geduscht und dann habe ich mir immer so nach hinten an den Haaren, habe ich mir das so ein bisschen raufgesprüht, sodass ich es gerochen habe. Nicht jetzt in die Nähe vom Baby, sondern wirklich hier oben. Und diesen Geruch, der ist so ganz sauber, der riecht so ganz weich und sauber und ja, nicht nach Baby, aber ein ganz angenehmer Duft. Und deshalb ist das für mich definitiv mein Parfüm für das Jahr 2017 gewesen. Dann gehe ich weiter zu einem Produkt, was ich echt entdeckt habe. Und ja, das gibt es schon länger. Und zwar ist das diese Stroke Cream von MAC. Und da habe ich das, die Farbe Pink Light. Das ist eine Highlighter Cream. Also ich habe jetzt ungefähr so viel da oben raus schon benutzt. Man braucht ganz wenig. Also ihr geht damit ganz sparsam um. Ich habe es heute auch benutzt. Ich habe das unter das Make-up gemacht. Also wenn ich so einen leichten Glow haben möchte, dann macht ihr das auch nur, also man kann das natürlich ins ganze Gesicht machen, aber dann glänzt man wie so eine Honigkuh. Das würde ich nicht machen, sondern wirklich nur so an die Stellen, so hier oder so ein bisschen auf der Nase. Ich finde auch, die Nase muss nicht so doll glänzen. Ich mag es gern, wenn hier das Lippenherz glänzt. Ich mache das gern so ein bisschen über die Augenbrauen, aber dezent. Und das Schöne ist halt, dann ist das nicht so ein doller Highlighter, weil ihr gebt ja euer Make-up noch drüber. Und man könnte es, glaube ich, auch mit dem Make-up einfach mischen. Das könntet ihr vielleicht auch mal probieren. Das habe ich noch nicht gemacht. Aber das ist eine ganz schöne Creme. Und die ist einfach so frisch. Im Sommer zum Beispiel, wenn man dann so ein leicht, doch ein bisschen Sonne geküsste Haut hat, dann reicht das auch, glaube ich, echt als Make-up. Oder wenn man jetzt eben kein Puder, kein Make-up tragen will, sondern nur so einen ganz leichten Glow, dann ist das echt ein ganz schönes Produkt. Es riecht ganz lecker und es ist dazu auch noch sehr pflegend. Also ich habe gelesen, da sind ganz viele gute pflegende Stoffe drin, aber ich benutze es nicht als Pflegecreme, sondern halt ausschließlich, um etwas Glow ins Gesicht zu zaubern. Eine weitere Kombination, die ich total liebe und täglich benutze,
oder benutzt habe in den letzten Monaten, war für mich einmal von Trend It Up ein Konturstift. Und zwar ist das so ein bäriger, dunkler Schokoladenton in der Farbe 474. Das ist der hier. Und den gebe ich mir auf meine Lippen und damit fülle ich aber komplett die ganze Lippe aus. Also nicht jetzt nur so die Kontur, weil das ist nicht so meins, diese Kontur, das war ja mal früher irgendwie ganz toll. Das mag ich nicht, sondern ich fülle die ganze Lippe aus. So, und jetzt bin ich aber nicht so der Fan von diesen ganz matten Lippenstiften, wie ihr ja sehen könnt. Bei mir muss das immer glänzen. Deshalb habe ich darüber von NYX diese Butterglosse entdeckt und die sind natürlich auch richtig toll. Die Farbe heißt Peaches and Cream und ja, das ist der. Das ist jetzt so ein quietschiges Pink, ne? Das sieht jetzt sehr pinkig aus. Ich habe auch erst überlegt, aber wenn man darunter diesen warmen braunen Konturenstift über die ganze Lippe gibt, dann kann man damit richtig schön so einen Glanz zaubern. Und ja, also ich mag jetzt das total, wenn die Lippen etwas glänzen. Jetzt gehe ich weiter zur Haut und zwar immer noch zur dekorativen Kosmetik. Für mich ein absolut tolles Produkt für das Jahr 2017, was ich liebe und immer noch nehme regelmäßig, ist von L'Oreal diese Infectable 24 Stunden Matt langanhaltendes Make-up. Das ist das hier. Ich habe das in der Farbe Sand und das ist wirklich mattierend. Also wenn ihr so auch fettige Haut habt oder eine Mischhaut habt oder ihr mögt kein Puder so gerne, dann empfehle ich euch diese Creme. Man kann die auch ganz dünn auftragen, ne? Dann deckt die nicht so doll. Aber wenn man die gut aufträgt, und zwar trage ich die am liebsten mit einem Pinsel auf von Jane Iredale. Das ist direkt für ein Foundation-Pinsel. Jane Iredale mag ich auch sehr. Also ich liebe diese Firma total. Ich weiß nicht, die ist etwas hochpreisiger, ja? Aber ich habe da so ein paar Sachen von Jane Iredale und die finde ich toll. Und ich hatte zum Beispiel auch früher, als ich so extreme Akne hatte, die macht auch so ein Mineralpuder. Also wenn ihr ein gutes Mineralpuder sucht, auf Basis von Mineralien, dann guckt euch die Seite von Jane Iredale an. Es gibt da gewisse Kosmetikerinnen. Ich habe die damals über meine Kosmetikerin entdeckt und kann ich euch echt empfehlen. Ist eine ganz tolle Firma und ja. Aber da würde ich auch mich immer gut beraten lassen. Und da wir jedenfalls, aber dieser Foundation-Pinsel, den kann ich ganz, ganz toll empfehlen. Der ist halt so eine Kunsthaarborste ist das, ne? Weil man soll ja für flüssige Make-ups oder Concealer nimmt man ja jetzt immer ein Kunsthaar. So glaube ich das zumindest. Ich glaube, ich erzähle euch jetzt keinen Quatsch, aber das ist so ein richtig guter Pinsel. Also die beiden Sachen, ziemlich gut. Und dazu passt perfekt auch noch mein Concealer und so ist das immer noch der Löscher von Maybelline. Ich habe den in der Farbe Light. So sieht der aus. Und der geht halt auch für Frauen, wenn ihr es eilig habt und ihr könnt jetzt nicht stundenlang da so irgendwelche Make-ups einarbeiten. Hier habt ihr ein Schwämmchen, man muss hier drehen, dann tupft man das da schön ein. Ich mache das auch, aber nur am Auge, ne? Also ich finde das immer so süß, wenn dann die YouTuberinnen da sitzen und dann schmieren die sich da diesen Concealer irgendwie überall hin. Nein, Concealer, Auge. Ist auch günstig, ne? Also man muss sich diesen teuren Concealer ja nicht überall hinschmieren. Dafür gibt es ja andere Produkte. Genau, und der ist halt richtig gut, weil er nicht in die Fältchen geht. Also wenn ihr etwas älter seid, dann der. Ich glaube, er pflegt auch. Ne? Ich weiß jetzt nicht genau die Inhaltsstoffe, aber den kann ich echt empfehlen. Dann bleibe ich noch beim Auge. Und zwar, worauf ich total schwöre, das habe ich euch auch schon mal erzählt, für einen wachen Blick mache ich mir gern einen Natur- oder hautfarbenen Kajal in meine Wasserlinie. Ich nehme da kein Weiß, sondern das ist hier ein Cremeweiß. Und zwar ist das der Manhattan Kohl Kajal Eyeliner in der Farbe Nude Contour 51D. Und ich habe da auch schon einige ausprobiert. Also ich habe einige auch noch im Schrank liegen, auch glaube ich von Max Factor hatte ich auch mal einen, der nicht schlecht war. Aber der Manhattan, der hält richtig lang. Also wenn ich mir diese Linie, die habe ich jetzt, weiß ich nicht, vor ein paar Stunden gezogen, und das Auge sieht einfach frisch aus und wie ihr wisst, ich bin Mama, ich habe heute Nacht vielleicht 3 Stunden geschlafen und nicht nur heute Nacht, sondern seit 6, 7 Monaten. Und ich finde, mit solchen Produkten kann man das echt alles toll wegkaschieren. Dann bleibe ich weiter bei den Augen und ihr wisst ja, ich liebe Lidschatten, ich schminke mich total gerne und ich habe mir natürlich auch im Sommer von der lieben Miss Bella diese tolle Palette bestellt bei DM. Und wie ihr seht, ist die echt ordentlich benutzt.
dieser ganz helle, der ist so ganz toll, den gebe ich mir, habe ich zum Beispiel auch heute jetzt hier oben unter den Augenbrauen direkt. Dann diesen Lumos, das ist so ein richtiger toller goldiger Ton, den nehme ich täglich, habe ich heute auch hier innen benutzt. Diesen 50-50, das ist ein ganz schöner zum in die Lidfalte blenden, also die sind toll pigmentiert und das Allerbeste an der Palette zu diesen tollen Farben sind für mich die Highlighter. Also die sind für mich genial und je nachdem, ob ich meine Augen eher so pinky geschminkt habe, nehme ich dann den pinkfarbenen Highlighter und wenn ich meine Augen mehr so gold geschminkt habe, so wie heute, dann nehme ich den goldfarbenen und den habe ich heute auch benutzt. Die Farben hier hinten, diesen Vino, dieser Rotton, der ist ja sehr schön, aber ich sehe mit rot geschminkten Augen immer krank aus. Das geht bei mir also nicht, den bräuchte ich jetzt nicht. Aber alle anderen Farben sind richtig, richtig toll. Bombe. Muss ich jetzt nur einmal kurz hier. Ja, also gerade jetzt so für die Silvesterzeit, wenn man so ein bisschen glänzend, glowy aussehen möchte, dann ist das eine richtig, richtig schöne Palette. Jetzt komme ich zu zwei Produkten, die ich schon viele Jahre habe und die ich euch gerne ans Herz legen möchte, weil die für mich immer irgendwie Favoriten bleiben werden. Und zwar ist das von der Firma Laura Mercier. Und zwar sind das diese Puder, diese Finishing-Puder, die man nach dem Make-up, also wenn ihr jetzt zum Beispiel eine flüssige Foundation benutzt habt, dann könnt ihr euch damit richtig toll abpudern. Ihr könnt das aber auch ohne Make-up, also einfach nur dieses Puder. Und was ich halt genial finde, das sind Weichzeichner. Also ich habe es auch heute benutzt und das sind wirklich Weichzeichner. Ich habe da zwei verschiedene Farben und zwar einmal dieser kleine Topf, das ist die Farbe 1. Das heißt Secret Brightening Powder und das benutze ich auch nur so um die Augen herum. Und das andere, das ist Loose Setting Powder, heißt der hier jetzt einfach. Da steht jetzt keine Farbe drauf direkt, aber der ist ein Ticken dunkler und den gebe ich dann ins ganze Gesicht. Und dafür, für diese beiden Puder, benutze ich auch schon seit Jahren von Sueva den Pinsel 101 Luxe Face Definer. Das ist der hier. Und der ist halt, wie gesagt, ganz schön, weil, da geht jetzt gerade das Puder raus, weil ich habe es vorhin benutzt und man sieht das hier so schön in dem Licht. Das ist ein richtig toller, weicher Pinsel und ja, also diese beiden Sachen finde ich richtig gut. Also, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt nur erstmal eins probieren, dann würde ich den etwas cremefarbigeren Ton nehmen, weil der weiße, der hält echt sehr auf. Und wenn ihr einfach mal euer Gesicht so schön weich zeichnen wollt, dann das da. Der nächste Favorit ist für mich dieses Jahr ein Nagellack von Treat Collection und zwar in der Farbe Raspberry Sorbet. Das ist der hier, den habe ich heute auch drauf. Und ich finde, das ist so eine Farbe, so ein Rot, der geht im Sommer, also ich finde den im Sommer auf den Füßen ganz toll. Der passt auf braune Haut wunderschön, der passt auf weiße Haut. Ich bin ja jetzt eher weiß und ich finde ihn sehr schön. Das ist ein festlicher Nagellack, also der geht jetzt zu den festlichen Tagen. Der geht aber genauso auch im Sommer, wenn man jetzt so weiße Bluse trägt und hat dann schöne lackierte rote Nägel. Also den finde ich richtig toll, der lässt sich ganz leicht auftragen. Ich finde die Flasche sehr schick und dieses Rot ist für mich ein ganz schönes Rot. Genau, sehr schöner Nagellack. Und da drauf dürfen bei mir diese Super Dry Drops nicht fehlen. Das sind die hier von Essence. Die kaufe ich mir immer wieder nach. Ich habe jetzt wieder eine Flasche leer gemacht. Gerade jetzt, wenn ihr nicht so viel Zeit habt, so wie ich. Also man hat ein kleines Baby und dann hat man höchstens mal, weiß ich nicht, 10 Minuten Zeit, sich mal schnell die Nägel zu lackieren, in der Hoffnung, sie will dann gerade nicht genommen werden. Und deshalb finde ich diese Drops so toll, weil damit trocknen eure Nägel in, naja, ich würde sagen 3-4 Minuten. Also jetzt nicht sofort, die sagen ja sofort, aber ihr lackiert die euch, dann die Tropfen drauf, 5 Minuten später könnt ihr das Baby wieder hochnehmen. Dann, worauf ich auch wieder zurückgekommen bin, was ich seit Jahren habe und jetzt wieder rausgeholt habe, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe so viel ausprobiert für die Haare, aber mein absoluter All-Time-Favorite bleibt von Kérastase diese orange Serie. Die sind einfach für meine Haare am besten. Die pflegen die Haare weich. Da habe ich einmal dieses Shampoo, dieses Bain Magistral. Und diese Mask Intense, das ist so eine richtige starke, sättigende Haarpflege. Ja, ich brauche die einfach und das sind meine absoluten Favoriten für die Haare. Bestimmt schon 20 Jahre. Damals hießen die, glaube ich, noch Keralogie, stand da drauf. Oh Gott.
So, jetzt sind wir erstmal mit den Beauty-Sachen am Ende und jetzt habe ich noch drei andere Sachen, die ich euch gern zeigen möchte. Und zwar, wer mich kennt, der weiß, dass ich ja so ein kleiner Duft-Junkie bin und das auch bei der Wäsche. Und was ich dieses Jahr entdeckt habe und wirklich nur noch benutze und euch auch schon, glaube ich, 100 Mal erzählt habe und gezeigt habe, aber heute eben nochmal, ist von Persil mit Lavendel, diese Universal Mega Pearls Lavendelfrische. Und die riechen einfach, ja, es ist auch jetzt auf, oh, es riecht so gut. Ihr könnt das echt überall haben, aber wirklich große Empfehlung. Bei mir gibt es das irgendwie nur bei Edeka, bei DM gibt es die nicht. Und ich gehe da immer zu Edeka und dann kaufe ich immer gleich 3-4 Pakete, dass ich die einfach auf Vorrat habe. Was ich auch liebe, ja, ich mag ja rosa, das wisst ihr ja auch so, ist eine Farbe, die ich ganz schön finde. Und da habe ich gedacht, okay, probiere ich mal von Fit dieses Naturals Spülmittel aus. Das riecht so richtig gut. Also wenn man das benutzt, dann riecht echt die Küche gut. Und es kostet irgendwie, weiß ich nicht, 1 Euro. Und das ist auch ein Favorit für 2017 und werde ich jetzt noch oft noch nachkaufen, solange es das gibt. Und der letzte Favorit, der auch schon viele Jahre eigentlich mein Favorit jetzt ist und bleiben wird, ist aus Holland Chocomel. Das habe ich euch auch schon oft erzählt. Aber ich finde irgendwie, ich habe vorhin überlegt, ich will irgendwas zeigen aus dem Food-Bereich und dann dachte ich mir, ja, Chocomel. Es ist einfach total lecker. Mein Mann, der trinkt das ja so, ich mische mir das immer mit Milch und auch für meinen Kleinen mische ich das immer mit Milch und es ist halt sehr, sehr gut. Man kann die ja auch jetzt mittlerweile überall kaufen, die gibt es ja überall jetzt in allen möglichen Größen. Sehr lecker. Ja, das war's. Das waren meine Favoriten für das Jahr 2017. Klar, einiges kennt ihr schon, das hatte ich euch schon gezeigt und tut mir leid, wenn ich mich da jetzt also wiederholt habe und euch Sachen mehrfach zeige, aber ich kann einfach nicht komplett euch immer wieder Sachen zeigen, weil ich bleibe gern bei meinen Sachen, die ich liebe. Ja, dann sind wir jetzt am Ende. Ich freue mich, dass ihr so lange zugeschaut habt und würde mich total freuen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben gebt oder ihr könnt mich auch gern kostenfrei abonnieren. Ja, und dann sage ich einfach, tschüss, bis zum nächsten Film.